Die Explorer XGO2 Kindersmartwatch ist der Prototyp einer hochwertigen, voll ausgestatteten GPS-Handyuhr für Kinder. Das Mini-Smartphone im Uhrformat ist kompatibel mit den meisten Netzwerken, inklusive Wi-Fi, und ermöglicht es den Kindern so, unterwegs problemlos Text und Sprachnachrichten auf ihrer Uhr zu empfangen und mit Sprachnachrichten, Emojis und Bildern zu antworten. Für neue Bilder ist die Smartwatch eigens mit einer Kamera ausgestattet. So kann dein Kind dich an seinem Alltag teilhaben lassen oder witzige Nachrichten mit Freunden austauschen. Zudem ist die Smartwatch für Kinder mit GPS und einer Anruffunktion ausgestattet. So kannst du schnell herausfinden, wo dein Kind sich gerade aufhält oder es direkt anrufen. Die Uhr kann Anrufe an zuvor gespeicherte Kontakte empfangen und auch tätigen. Sollte es dringend sein, kann dein Kind zudem jederzeit den SOS-Knopf betätigen. In dem Fall werden sofort die hinterlegten Notfallkontakte benachrichtigt. Die Explorer XGO2 Smartwatch kommt zwar ohne Spiele daher, kann mit ihren vielen Kommunikationsmöglichkeiten und Apps aber dennoch eine Ablenkung für Kinder sein. Deshalb können Eltern die Smartwatch jederzeit in den Schulmodus versetzen. Dann zeigt die Uhr nur noch die Uhrzeit an und deaktiviert alle anderen Funktionen. Den Standort ihres Kindes können Eltern aber auch im Schulmodus weiterhin abrufen. So wie Eltern über die App auf ihrem Handy generell stets den Überblick über die smarte Kinderuhr behalten und ihrem Kind so einen sanften Einstieg in die digitale Welt ermöglichen. In ihren Rezensionen loben Eltern die Explorer XGO2 Kindersmartwatch als ideale Lösung für Kinder, die noch kein Smartphone haben, aber dennoch erreichbar sein sollen. Die Uhr stört nicht beim Spielen oder Radfahren und ermöglicht es den Eltern doch, ihre Kinder jederzeit zu kontaktieren. Sie ist robust, einfach einzurichten und ortet schnell und größtenteils zuverlässig. Besonders gelobt werden Apps wie der Schrittzähler und die Taschenlampe sowie die Anruf- und Nachrichtenfunktion, die nur mit vorher abgespeicherten Telefonnummern funktioniert. So ist sichergestellt, dass keine Fremden Kontakt zum Kind aufnehmen können. Schade ist, dass Videotelefonie nicht möglich ist, obwohl die Smartwatch eine Kamera hat. Die Tekkes 4G Kindersmartwatch ähnelt in ihrer Ausstattung der Explorer XGO2 Handyuhr und gehört bei Amazon zu den Top-Sellern. Im Vergleich zur Explorer Smartwatch bietet die günstigere PHTE-Schussuhr sogar noch einige Vorteile. Zum einen ist sie wasserdicht, IP67, und zum anderen kann die Kamera nicht nur zum Fotografieren, sondern auch für den Videochat auf der Uhr genutzt werden, der am besten über Wi-Fi funktioniert. Wie bei der Explorer Smartwatch können auch bei diesem Modell nur Anrufe an und von vorher eingespeicherten Nummern, bis zu 10 Nummern, getätigt und entgegengenommen werden. Drückt das Kind die SOS-Taste, werden alle für Notfälle hinterlegten Telefonnummern nacheinander angerufen, bis jemand abnimmt. Ein weiterer Unterschied zum Explorer-Modell ist zudem, dass die Smartwatch nicht nur mit Schrittzähler, Taschenlampe und Co., sondern auch mit einem Lernspiel ausgestattet ist. Das sagen Eltern, neben zahlreichen sehr guten Bewertungen finden sich auch kritische Stimmen zu der Kindersmartwatch von Tekkes im Netz. So wird die Smartwatch als zu laut und die Bedienung über nur einen Knopf als unglücklich beschrieben, weil es so immer wieder vorkommt, dass das Kind versehentlich den SOS-Knopf betätigt und Eltern unnötig alarmiert werden. Die Qualität der GPS-Ortung und die Anruffunktion, die den Eltern am wichtigsten sind, werden aber überwiegend positiv bewertet. Du möchtest deinem Kind eine einfache Smartwatch mit Spielcharakter schenken, mit der es das Gefühl hat, zu den Großen zu gehören. Die IGR Iman Smartwatch für Kinder kommt ohne GPS, dafür aber mit 14 Spaß- und Lernspielen und einem Musikplayer daher. Mit der Anbindung an das 2G GSM-Netz ist die Smartwatch nicht für die Übertragung großer Datenmenge geeignet. Dafür ist sie aber auch nicht vorgesehen. Um mit der Familie in Kontakt zu bleiben, gibt es lediglich die Anruffunktion und die SOS-Taste, durch die dein Kind im Notfall Mama oder Papa sofort erreicht. Alles andere dient mehr dem Spaß, Musikplayer, drehbare Kamera mit Selfie-Funktion und die Spiele, die im Schulmodus aber auch deaktiviert werden können. Die IGR Iman Kindersmartwatch auf einen Blick. Das sagen Eltern. Die IGR Iman Kindersmartwatch ist eine super Einstiegsuhr mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn die Kleinen zum ersten Mal allein draußen spielen dürfen,
sind Eltern beruhigt, wenn sie wissen, dass sie ihr Kind über die Smartwatch anrufen können. Gleichzeitig sind die Kommunikationsmöglichkeiten nicht so groß, dass das Kind den ganzen Tag dadurch abgelenkt wäre. Schade ist, dass sich die Lautstärke nicht regulieren lässt. Mit ihrem knalligen Textilarmband und dem scharfen Display aus Gorillaglas sticht die Anio 5 Kindersmartwatch in unserem Vergleich heraus. Auch weil sie mit einem Gewicht von 32 Gramm die leichteste und flachste Kindersmartwatch in unserem Test ist. Inhaltlich konzentriert sich der in Bremen ansässige Hersteller auf die Funktionen einer GPS-Handyuhr, welche die Kommunikation in der Familie erleichtern, und verzichtet dabei auf alles, was Kinder unnötig ablenken könnte, wie Spiele oder Kamera. Zumal eine Kindersmartwatch ohne Kamera aus Datenschutzgründen ohnehin sicherer ist. Datenschutz wird bei der Anio 5 großgeschrieben, die Smartwatch ist konform mit den Regeln der DSGVO und verspricht eine abhörsichere Kommunikation. Die Anio 5 Handyuhr ist sehr gut verarbeitet und einfach zu bedienen. Das Textilarmband ist schöner als die Silikonarmbänder der meisten Kindersmartwatches im Vergleich und auch die Funktionen sind gut durchdacht und funktionieren weitestgehend einwandfrei. Vereinzelt gibt es Kritik an zu langsamer Übertragung oder Verbindungsabbrüchen zum Server. In solchen Fällen glänzt aber der gute Kundenservice des deutschen Herstellers. Die meisten Eltern geben eine klare Kaufempfehlung, auch wenn die Kindersmartwatch von Anio die teuerste im Test ist. Alle Kindersmartwatches in unserem Vergleich benötigen eine SIM-Karte, um sie in vollem Funktionsumfang nutzen zu können. Bei den meisten ist die SIM-Karte jedoch nicht im Lieferumfang enthalten, anders bei der Wii Kids TCL Move Kids Watch. Hier ist die sogenannte VSIM bereits im Peilsender integriert. So bietet die Kindersmartwatch von Vodafone das Rundum-Sorglos-Paket, bei dem Eltern sich nur noch darum kümmern müssen, ein entsprechendes Vodafone-Abonnement abzuschließen. Für eine minimale Gebühr können Eltern so ihr Kind per GPS orten und über Sprachnachrichten und Emojis mit ihrem Kind in Verbindung bleiben. Zur Unterhaltung bietet die Smartwatch zusätzlich Geschicklichkeitsspiele und weitere Apps wie zum Beispiel einen Taschenrechner. Die Nutzung der integrierten VSIM ist jedoch nicht verpflichtend. Es können auch SIM-Karten anderer Anbieter eingelegt werden, die dann auch das direkte Telefonieren ermöglichen. Die Kindersmartwatch von Vodafone überzeugt vor allem Eltern, die sich mit Mobilfunktarifen auskennen und eine selbst gewählte SIM-Karte in die Handyuhr einsetzen. Diejenigen, die die VSIM nutzen, ärgern sich über die Vertragslaufzeit und die komplizierte Handhabung. So können Nicht-Vodafone-Kunden den V-Tarif zum Beispiel nur über eine Kreditkarte buchen. Insgesamt ist die Smartwatch eher für kleinere Kinder geeignet, da die Aufmachung eher kindlich daherkommt. Wenn du bei der ersten Smartwatch für dein Kind auf SIM-Karte, Internet und GPS verzichten willst, ist die VTech Kidizoom Smartwatch DX2 eine gute Wahl. Dabei handelt es sich im Grunde um ein Spielzeug mit Uhr in Smartwatch-Format, schließlich kann ein Gerät ohne Netzanbindung nicht eigentlich smart sein. Dafür ist die VTech Kindersmartwatch garantiert abhörsicher und motiviert dein Kind dazu, die Uhr lesen zu lernen. Als zusätzliche Unterhaltung gibt es neben der Kamera lustige Fotoeffekte, mit denen sich die Bilder verzieren lassen, eine Stimmaufnahmenfunktion und unterhaltsame Spiele, die Eltern bei Bedarf deaktivieren können. So erinnert die VTech Kidizoom Smartwatch an die gleichnamige Kinderkamera im Uhrenformat. Die VTech Kidizoom Smartwatch DX2 ist ein schönes Spielzeug für Kinder ab 5 Jahren und bietet die gewohnte VTech-Qualität, also eine eher veraltete Technologie für den Einstieg in die digitale Welt. Als Handyersatz für Grundschüler ist diese Kindersmartwatch jedoch nicht geeignet. Die Tobi Robot Kindersmartwatch von Little Tykes ist eine schöne Alternative zu der Kindersmartwatch von VTech. Auch diese digitale Kinderuhr kommt ohne GPS und Anruffunktion daher und hat deshalb eher Spielezug als Handycharakter. Dafür bietet sie neben den zwei Kameras für Fotos, Videos und Selfies und den lustigen Lern- und Bewegungsspielen auch noch einen Roboterfreund auf dem Display. Der kleine Roboter Tobi, der die Kinder auf dem Uhrendisplay durch den Tag begleitet, hat bewegliche Arme und Beine und über 100 Gesichtsausdrücke, mit denen er Kinder zum Lachen, Lernen und Tanzen bewegen kann. Ein origineller Spaß für den Alltag,
der ganz nebenbei auch noch das Erlernen der Uhrzeit fördert. Dafür können die Kinder aus über 50 Zifferblättern wählen und ihre Uhr so selbst gestalten. Die Tobi Roboter Smartwatch von Little Tykes auf einen Blick. Das sagen Eltern. Insgesamt wird die Uhr mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis von über 6000 NutzerInnen im Netz positiv bewertet. Vor allem, da die Kinder sehr viel Spaß damit haben. Kritik gibt es an der Größe der Uhr, die für einen Kinderarm recht klobig ist, sowie an der Bedienungstaste, die für Kinder eher schwer zu drücken ist. Die Fit-On Mi 4G Kindersmartwatch ist ein solider Kompromiss zwischen High-End-Markenprodukt und den günstigen Smartwatches für Kinder in unserem Test. Die GPS-Handy-Uhr entspricht mit der 4G-Netzanbindung den neuesten technischen Standards, hat aber auch im 2G- und 3G-Netz guten Empfang. Neben der Möglichkeit, durch Anrufe und Text- und Sprachnachrichten mit deinem Kind in Verbindung zu bleiben, ist bei dieser Kindersmartwatch auch die Videotelefonie möglich, mittels Wi-Fi und App auf dem Smartphone der Eltern. Zusätzliche Apps sind der Schrittzähler, der Wecker und die Stoppuhr sowie die obligatorische SOS-Funktion und die Möglichkeit für Eltern, über eine Whitelist zu regulieren, mit wem ihr Kind Kontakt aufnehmen kann. Die Fit-On Mi Kindersmartwatch auf einen Blick. Die Fit-On Mi 4G Kindersmartwatch ist eine praktische Anschaffung für Schulkinder. Sie ist leicht zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Ortung und Kommunikation mit dem Kind. Eltern zeigen sich in ihren Bewertungen zufrieden mit der Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Uhr. Alles in allem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn das Uhrarmband teilweise als klobig empfunden wird und die Videotelefonie besser sein könnte. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.